was ich mit diesem Löwenzahn und diesem Ring mache, das zeige ich dir jetzt. Ich habe ja schon letztes Jahr ein Video gemacht mit diesem Löwenzahn, mit diesen Pusteblumen. Da will ich noch mal was zeigen, weil ich es einfach wahnsinnig schön finde. Und es sind hier auch neue dabei und die kennen das vielleicht noch nicht. Es ist wirklich auch was, was man mit Kindern machen kann. Es ist wirklich eine Faszination der Natur. Was habe ich mit denen vor? Ich habe hier heute auf dem Spaziergang einige gesammelt. Und zwar wichtig ist es, dass sie, wenn sie verblüht sind, dann schließen sie sich ja wieder. Und dann geht hier oben diese gelbe Kappe weg und dann sieht sie so aus, ist sie weiß innen. Und in diesem Moment, wenn sie noch geschlossen ist und oben du das Weiße siehst, dann kannst du sie pflücken, die kannst du kurz pflücken, der Stiel brauchen wir nicht. Und dann mache ich Folgendes damit. Ich habe hier noch einen größeren Ring und einen kleinen Ring. Und daran möchte ich die Pusteblumen ran dekorieren. Was du dazu brauchst, ist ein Faden und eine Nähnadel. Und natürlich die Pusteblümchen und zwei Ringe. Dann werde ich bei den Blumen den Stiel abschneiden, dass ich nur noch den Kopf habe. Dann nimmst du den Faden und fädelst den ein. Dann gehst du hier oben quer durch und ziehst den Faden durch und dann verknotest du das Ganze. Dann nimmst du den Ring. Hier habe ich ein Garn, da kannst du aber nehmen, was du magst. Und befestige hier das an den Ring. Das mache ich an drei Stellen. Jetzt habe ich den Faden hier an diese Ringe befestigt und jetzt kann man das so schön aufhängen. So. Ich habe das hier jetzt einfach so einen Haken befestigt, ungefähr gerad, und dann hänge ich das an meine Federkernmatratze. So. Naja, nicht ganz gerad, aber das geht. Dann nimmst du diese Pusteblümchen und bindest das um den Ring.
Ich sehe nichts. Dann schneidest du hier das schön ab. Und das gleiche mache ich jetzt am Kleinen. Meine zwei sind jetzt fertig. Es empfiehlt sich wirklich, das mit Kindern zu machen. Du wirst in staunende Kinderaugen schauen dürfen. Ich hänge die jetzt bei mir auf und in 2-3 Tagen wird diese Dekoration ganz anders ausschauen und ganz besonders hübsch. Wenn du die Möglichkeit hast, mach das, versuch es. Du kannst auch nur 2-3 aufhängen, um es auszuprobieren. Du kannst es an einen Ast hängen oder einfach so ins Fenster. Und sie halten auch. Also es passiert nichts, es hält. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du das, wenn sie aufgeblüht sind, kannst du sie mit Haarspray noch fixieren, ist aber eigentlich nicht nötig. Ich wünsche dir viel Freude damit. Ich finde es immer wieder eine Faszination, wie die Natur funktioniert. Und niemand weiß es besser als die Natur selber. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bleib kreativ. Tschüss zusammen. Ich bin gespannt und freue mich darauf.